Bei der Mehrwertsteuer muss der Steuerpflichtige vor der Leistungserbringung wissen, wie die Leistung abzurechnen ist. Mit der bisherigen Praxis der Steuerverwaltung zur Abgrenzung der Steuerbaren von der Steuer ausgenommenen Immobilienlieferung war eine Qualifikation aber oft erst nach Vollendung des Bauwerkes möglich. Die komplizierte und nicht praktikable Praxis wird nun per 1. Juli 2013 durch eine einfache und gut planbare Praxis abgelöst. Maßgebend ist neu, ob für das Objekt bei Baubeginn bereits ein verurkundeter Kaufvertrag besteht oder nicht.